Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionturm. Letzten Part haben wir den Boss geschafft, das zweite Sternjuwel erhalten und sind jetzt wieder unterwegs zum Millionentor, um halt dementsprechend die Location des dritten Sterns zu finden. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Mist, ich wollte eigentlich blocken, aber naja. Kriege ich hierfür noch Erfahrungspunkte? Aber nicht. Ach, für den Kampf kriege ich trotzdem noch einen Erfahrungspunkt. Das ist gut. Aber ich möchte schon gerne. In dieser Folge noch das nächste Level erreichen, wenn es geht. Jo. Warte mal, das kann ich doch jetzt wegmachen, ne? Herzlein P. KP des Partners reagieren sich langsam und pro Zug unterschiedlich stark. Das ist halt eben auch ziemlich geil. Aber das wollte ich nicht. Perfekt gelandet. Da sind wir auch schon im Millionentor. War nicht hier noch irgendwas? Deinen Splitter erhalten. Wunderschön. Aber sonst war hier nichts mehr, ne? Aber schau nochmal. Wenn wir eh schon mal wieder hier sind. Hoppala. Aber nur die Sachen. Okay. Wobei, ist hier vielleicht noch was? Das war ja nur dieser Ort. Das möchte ich nicht machen. Zumindest nicht jetzt. So, dann Mario, stell dich mal bitte hier hoch. Also dann Mario, jetzt ist das Sternjuwel an der Reihe. Shine bright tonight, you and I. Der dritte Stern ist im Himmel. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Das ist sicher der Ort, an dem sich das nächste Sternjuwel befindet. Ist das etwa irgendwo über den Wolken? Was kann das bedeuten? Unter uns schlummern also die Ruinen einer vor langer, langer Zeit zerstörten Stadt. Und die vereinten Kraft der Sternjuwelen hätte das Tor seither versiegelt.
Um diese Siege zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft der Sternjuwelen. Aber warum alles in der Welt wurde der legendäre Schatz denn versiegelt? Etwa um ihn vor Dieben zu schützen? Nein, das musste geschehen, weil... Weil? Weiß nicht. Nicht so heftig, Professorchen. Entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben müssen. Aber mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Forschungen, um mehr darüber herauszufinden. Verstehe. Aber was ist mit dem nächsten Sternjuwel, das auf der Karte angezeichnet wurde? Vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken, Falkenheim. Es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark. Aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer. Eine Stadt in den Wolken. Und gibt es auch einen Weg dorthin? Ein Luftschiff verkehrt mehrmals täglich zwischen Rohlingen und Falkenheim. Allerdings ist es problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht einfach auf normalem Wege kaufen. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ein Ticket zu bekommen. Nun ja. Im Westland lebt Alpalmone. Vielleicht kann der ja etwas für euch tun. Westland ist das Gebiet westlich von Rodinger Marktplatz. Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia, ein gewisser Alpalmone. Man sagt, er würde gelegentlich nach Falkenheim fliegen. Dann lass uns doch diesem Alpalmone mal einen Besuch abstatten. Das wäre gut, aber Alpalmone ist ein allseits gefürchteter Mafia-Boss. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit blicken. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. Das werden wir schon noch sehen. Upador. Mario Copio, bei euch soweit alles klar? Schon praktisch diese Geräte, mit denen man jetzt Briefe verschicken kann. Ich hole Wasser am Brunnen, pflücke Blumen und poliere meinen Panzer. Das Leben, das ich früher so öde fand, ist doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Copio, du wirst dieses Dorf bestimmt auch noch mehr mögen, wenn du von deiner Reise zurückkehrst. Wohin geht eure Reise als nächstes? Copio, sieh dir die Welt an und werde ein reifer Koopa. Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Coopador. Oder Coopador, besser gesagt. Ich möchte trotzdem erstmal hier wieder runtergehen. Beziehungsweise, ich gehe erstmal mich hier hochleveln. Willkommen im Haus der großen Merlon. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Ist mir egal, weil... Ich habe eh genug Insignien. Rangus Aufus. Aufus. Level up. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Komm, Arona. Rangus Aufus. Aufus. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Ich habe keine Insignien mehr und wir sind schon fürs Erste auf Maximal. Ich denke mal, es gibt auch wieder so Ultra-Ringe wie im ersten Teil. Das wäre schön. Und dann gehe ich jetzt einmal nochmal in den Untergrund. Ja, da war ja auch noch was zum Wegblasen. Ja, ich habe Blasen gesagt. Ja, aber das hier? Das ist was zum Sprengen. Ach stimmt, hier war ja auch noch was. Daneben? Nee. Glück gehabt im Kampf. Kraft
Plus ist halt eben nicht ziemlich nice. Aber Schnellwechsel ist auch super. Hier vielleicht noch irgendwo ein Splitter. Da kann ich was sprengen. So, Schnellwechsel möchte ich gerne drin haben. Dann nehme ich doch einmal Ausweicher raus. Wie viel brauche ich denn? 7. Halleluja. BP Plus. Lass ich mal KP Plus vielleicht. Mehr nix. Power H ist auch ziemlich nice, aber wir haben ja mittlerweile Erdbeben. Vielleicht nehme ich dann im nächsten Level Up KP Plus. Dann kann ich Schnellwechsel reinmachen. So. Oder anders, wir machen es anders. Ich möchte schon gerne mehr KP haben. Ich glaube, das war hier. Gibt es weiter so viele Orte zu erkunden? Und das war's nicht. Da kommen wir noch zu diesem Ort. Dann war es doch woanders. Ach Mist, gegen dich wollte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Dann mache ich mit euch noch kurz einen Prozess. War das, glaube ich, hier. Komm schon. Bei mir kommen wir jetzt eigentlich zum Besten, weil ich habe ja doch eigentlich ja in dem Sinne. Mir den Weg ja verbaut wegen Hallöchen. Was sind das? Abkürzungsröhren? Das ist nice. Hier geht es auch noch eine Tür lang. Ist hier vielleicht hier noch irgendwas? Aber schön, dann gibt es hier Abkürzungsröhren. Da kann ich das wahrscheinlich noch nicht zerstören. Deswegen gehen wir erstmal hier weiter. Aber hier kommen wir schon mal lang. Wie ich sehe, hat Luigi auch was zu tun. Ist das vielleicht die Röhre, wo wir zum Westend kommen? Oder eher der Hauptplatz? Werden wir ja gleich sehen. Hat sich das ja doch ein bisschen gelohnt. Das ist der Hauptplatz, okay. Immer noch fleißig auf Reisen, Mario. Professor Goomba, ich war gerade bei Ihnen. Ich habe ganz vergessen, dir etwas zu erzählen. Und zwar lege ich dir einen ganz tollen Orden auf Erz, ans Herz. Er nennt sich Erstangriff. Und wie der Name schon andeutet, kannst du mit ihm schwache Gegner mit einem Erstangriff und ganz ohne Kampf hinvorfegen. Dazu musst du ihn natürlich anlegen, aber das weißt du ja.
Besagten Orden gibt es im Ordensshop von Rohlingen, den du jetzt neben dem oberen Ausgang des Tothauses findest. Also hör auf zu lesen und mach dich auf den Weg. In diesem Sinne und so weiter. Es gibt einen Ordensshop, yay. Ich bin Gloom. Die Bohnenstange erzählt nichts als Lügen. Als er mich gerade werfen wollte, ist er gestolpert und hat mich mitten in die Lava geschmissen. Dank ihm bin ich also schokoladenbraun geröstet worden. Mein schneeweißer Haut ist total versaut. Boah, das werde ich ihm nie verzeihen. Meine Rache wird furchtbar sein. Nur deshalb bleibe ich noch eine Weile bei ihm. Luigi, was hast du angestellt? Stell dir vor, ich war am Feuerberg und da habe ich den Wunderkompass gefunden. Naja, jedenfalls ein Teil davon. Ein unglaubliches Abenteuer, wirklich. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Gefahr am Feuerberg. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also zum Puddingmassiv und gehe direkt zum Feuerberg. Der Weg dorthin führt durch einen bedrohlichen Dschungel. Der Dschungel steckt natürlich voller schrecklicher Kreaturen aller Art. Und außerdem, auf dem Weg treffe ich einen Blooper. Sein Name ist übrigens Gloom. Gloom ist auch auf Reisen und er schließt sich immer mehr spontan an. Gloom ist echt wild. Bei ihm zu Hause nennen sie ihn die weiße Bombe. Also wir beide kommen jedenfalls am Feuerberg an. Im Krater blubbert dann die Lava. Und heiß ist es da, das sage ich dir. Außerdem steckt der Berg voller Fallen, um den Kompass zu schützen. Am schlimmsten ist der Granitgolem, mindestens 30 Meter hoch. Dein einziger Schwachpunkt ist ein roter Fleck auf der Stirn. Und selbst ich komme mit meinem Sprüngen nicht so hoch. Aber ich hatte einen Plan. Und hier kommt Glooms Einsatz. Ich packe Gloom also an den Tentakeln, ich ziele und dann schleudere ich Gloom genau auf diesen rosen Punkt. Und die weiße Bombe trifft genau ins Schwarze. Na gut, ins Rote. Ja, und so geht der Granitgolem dann also zu Boden. Danach war es ganz leicht, in die Schatzkammer zu kommen. Nun, Prinzessin Eclair war natürlich nicht da. Aber immerhin fand ich dort einen Teil des Wunderkompasses. Und dieses Teil habe ich dann in den Richtungssockel eingesetzt. Diesmal zeigt die Nadel nach Westen. Und das bedeutet, ich muss nach Ofendorf, im Kuchenland. Und mein Weg dorthin, der führt genau über Rohlingen. So, jetzt weißt du auch mal, welchen Abenteuer ich so erlebe, wenn du weg bist. Soll ich noch was erzählen? Ja, reicht schon. Hallöchen. Willkommen, ich habe jede Menge brandneue Waren im Angebot. Sternenwind. Gegen alle Gegner kostet 6. Okay, außerhalb des Ganzen mit Mario schritt er sehr langsam. Nein. Der Angriffskraft von Sprung steigt um 1. Dafür kann Mario den Hammer nicht mehr verwenden. Nein. Ich schaue das nächste Mal wieder vorbei, weil ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, weil wir haben ja eigentlich das ja verbaut. Hier hinten war doch noch was, ne? War, glaube ich, auf der anderen Seite. Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Unten ist was. Ich hab's gesehen, da ist was. Dem kann ich die irgendwie sprengen. So, Ordensshop. Ich wollte eh erstmal mit allen Leuten hier reden. Ich war früher ein ziemlich wilder Kerl. Aber inzwischen ist ein solider Seemann aus mir geworden. Damals bin ich völlig ungeniert ständig explodiert. Verschwinde. Die Sehnsucht nach meiner großen Liebe verzehrt mich. Oh, wo ist sie wohl jetzt, die große Mimin? Arona war ihr Name. Oh, ihre zarte Gestalt. Und dieses Engelstimmchen. Sie hat sich wohl von der Bühne an irgendeinen ruhigen Ort zurückgezogen. Hier ist sie doch. Was soll das? Ihr unterbricht einfach meinen schönen Gesang? Wer ich bin? Mein Name ist Cosario. Ich bin Händler und damit der reichste Mann hier.
Dieses Schädeljuwel ist mein Glücksbringer. Alter Familienbesitz. Das trage ich immer bei mir. Herzlich willkommen, bitte mache es dir bequem. Dies ist Meister Beans Bar, eine kleine Stätte der zwischenmenschlichen Begegnung. Übrigens gibt es oben ein Tothaus. Bitte nutze es, wenn du erschöpft bist. Hallo, Schild. Und das ist der Ordensshop, ne? Wieder im Hintergrund die Musikstücke aus der GameCube-Version. Das nehme ich doch mal mit. Ich grüße dich, sei willkommen. Vom ganzen Herzen, neue Kunden erkenne ich sofort. Also lass mich dir kurz erklären, wie unser Laden hier funktioniert. Hier auf der Theke findest du ein erlesenes Angebot von Orden, deren Kauf wir dir unbedingt ans Herz legen. Wenn du etwas Seltenes suchst, schau in den Karton auf der rechten Seite des Ladens. Da wäre schon mal Wichtiges zu unserem Laden. Das war schon mal das Wichtigste. Soll ich das gleich nochmal erklären? Nein. Also gut, du weißt Bescheid. Ja, bitte. Erstangriff. Das nehme ich auch mal mit. Hoher Sprung. Mit diesem Sprung zeigt Mario Gegnern, was ein Hake ist. Kampfwut. Dann nehme ich hier noch den Powersprung mit. Und seltene Sachen. Nasha. ATV-Hieb. Der ist Hieb umgeht die gegnerische Verteidigung. Umsegen Superstar. Mehr Sternenergie nach Marios Show-Einlage. Noviz mit Star. Na, das reicht mir erstmal. So, was sagt denn? Ich kann mich ja schon mal für 5 Münzen heilen, ne? Bisschen blöd von mir, dass ich jetzt runtergesprungen bin. Aber für 5 Münzen kann ich mich ja einmal heilen. Beziehungsweise habe ich ja einen Hotelgutschein. So, was steht denn hier? Die Kruzionen, die den Wunderwald überfallen haben, haben sich zurückgezogen. Was wollten die nur? Bis du mir meine Kontaktlinsen ersetzt hast, werde ich dich nicht nach West entlassen. Ohne Kontaktlinsen kann ich nicht meine deliziösen Gerichte kochen. Oh, auf der lodernden Flamme meines Zorns könnte man ein Steak grillen. Wie komme ich denn jetzt zum Westend? Ohne Kontaktlinse kommen wir nicht nach Westend. Vielleicht verkaufen sie welche im Laden. Ja, okay, ja, doch, doch, ja, macht Sinn. Jetzt haben wir keine Münzen mehr. Kontaktlinsen ausverkauft. No. Wie kann ich dir helfen? Was? Du möchtest eine Kontaktlinse kaufen? Einen Moment bitte. Bitte um Verzeihung, aber Kontaktlinsen haben wir momentan nicht vorrätig. Ich werde aber umgehend welche bestellen. Bitte komm später wieder. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Dann mache ich mal eine Nebenaufgabe, ne?
Sehr geehrter Mario, vielen Dank für deine Bestellung bei Tod und Kubas, die ab sofort in unserem Ladengeschäft zur Abholung bereit ist. In der Hoffnung, dass du diese Mail auch ohne Sehhilfe lesen kannst, da bleiben wir hochachtungsvoll. Ihr wollt mich verarschen? Ich hab doch nur gewartet, bis ich das Gebiet wechsle. Schämen solltet ihr euch. Hallo, wir haben jetzt wieder Kontakt, dann bitte schau im Laden vorbei. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Kontaktlinse. Hast du mir eine Kontaktlinse gebracht? Ja, bitteschön. Und meine Kontaktlinse. Oh, ich sehe wieder klar und deutlich. Ich bin so glücklich. Und jetzt von an werde ich gut aufpassen. Kann ich jetzt bei dir was braten? Ach, du bist es. Mein Name ist Racelet. Ich liebe Kochen. Wenn du mir die entsprechenden Zutaten bringst, koche ich etwas Leckeres. Soll ich dir gleich etwas zubereiten? Klar, wir haben genug Pilze. Tralalalala, tralalalala. Tralalalala. Schon fertig, aber ich hoffe, es schmeckt dir. Hier bitte. Ein Pilzgericht vom Racelet. Stellt 6 KP und 2 BP her. Soll ich noch was kochen? Ja, Honigsirup. Das überspringen wir mal. Ein Super Soda. Der 5 KP wieder her. Als Status weckte wie Vergiftung, aber dafür keine PP mehr. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal zum West End. Hallo. Oh, schick. Oder so. Mama ist vergnügungssüchtig. Den ganzen Tag ist sie in der Spielhalle und nie zu Hause. Echt schade. Warte, das sieht doch so verdächtig aus. Es ist schon tragisch. Meine Frau ist dauernd in der Spielhalle. Und mit meinem Roman komme ich nicht voran. Boah, ich könnte auch mal eine Ablenkung in der Arena vom Falkenheim vertragen. Das kenne ich beim Schreiben. Meine große Leidenschaft ist das Theater. Gerade in einer Stadt wie dieser ist die schillernde Welt des Theaters unwiderstehlich. Ich war ein Fan von Madame Arona, aber sie hat sich ja vor der Bühne zurückgezogen. Für mich als Fan war das natürlich eine Katastrophe. Warte mal. Oh, das ist doch Madame Arona. Oh, ich bin ihr größter Fan, dass ich sie hier treffe. Sorry, Arona. Auch dieser Tag wird vergehen, ohne dass ich mich vom Bett erhebe. Gestern habe ich in der Lotto-Mola den ersten Preis gewonnen, aber ich bin nicht hingegangen, um meine Prämie abzuholen. Aber warum auch? Ich bin ohnehin so reich. Ja, gib mir was ab. Von deinem Reichtum. Macht, Reichtum und Ruhm. Der Mann, dieser. So, falsches Spiel, falsche Serie. Ich. Immer hier hin. Ich glaube, hier bin ich richtig, deswegen bleibe ich doch lieber erstmal vorne. Neulich wäre ich beinahe in den Gully da gefallen. Oh Mann, ich habe Angst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo man da rauskommt.
Den Sternsplit habe ich gesehen. Ach, dieses Grün, das gibt Körper und Geist neue Energie. Ich bin gerne hier. Hier ist der einzige Ort in Rohlingen, an dem ich mich wohlfühle. Apropos Rohlingen, was hast du zu sagen? Diese Gumba nennen alle nur Paragumba. Ob er wohl müde ist? Würde eigentlich ja den Ort hier wissen. Rohlingen, Westend. Dieser Teil von Rohlingen ist relativ sicher. Zumindest im Vergleich zum Rest der Stadt. Ich finde es schön, dass es hier einen Park mit richtigen Springbrunnen gibt. Die Kontrolle über Westend hat übrigens die Palmone-Familie inne. Ihrem Boss gehört auch der Itemshop und das hier gelegene Spielcasino. Mal über mal kurz hier draufhauen. Alpermone? Normale Leute wie ich kriegen den Boss nie zu Gesicht. Ist vielleicht auch besser so, wer weiß, was er mit mir machen würde. Wenn du ihn unbedingt treffen willst, solltest du Moluski im Ostend fragen. Der weiß bestimmt, wie man das bewerkstelligen kann. Ich muss wieder zurück zum Westend. Tadadadam, jeden Tag eine neue Chance in der Lottombola. Täglich wechselnde Gewinnzahlen sorgen für Spaß und Spannung. Soll ich es dir genau erklären? Mit der Lottombola hast du jeden Tag die Chance auf Supergewinne. Du kaufst bei mir einen los. Du kannst jedoch immer nur eins haben oder anstelle dieses ein neues erwerben. In dieser Tafel kannst du dann nachschauen, ob deine Nummer gewonnen hat. Wenn das der Fall ist, erhältst du auf der Stelle einen wertvollen Gewinn. Wenn nicht, hast du jeden Tag ab 0 Uhr eine neue Chance. Du solltest jeden Tag nachschauen, dann gewinnst du mit Sicherheit irgendwann. Wenn es 0 Uhr ist, kannst du auf deine eigene Uhr sehen. Soll ich dir nochmal erklären? Nein. Kauf am besten gleich, der erste los, bekommst du für nur 10 Münzen. Warum nicht? 8,860. Ja, ich schau direkt auf der Tafel nach. Lottombola-Tafel. Erster Preis, alle Ziffer richtig. Zweiter Preis, letzte 3. Dritter Preis, letzte 2. Vierter Preis, letzte Ziffer. Heutige Gewinnzahl. Lautet 3919. Oh, wie schade. Heute hast du nichts gewonnen. Aber morgen hast du eine neue Chance. Hier ist ein Trostpreis. Also bis morgen. Mal gucken, was es hier so gibt. Da war eine Insignie. Ein Buu. Hallöchen. Ich grüße dich. Willkommen im Westend Shop. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne 2 Pilze lagern. Schäfchen, Schlafikator. So. Da möchte ich gerne 2 Superpilze holen. So, kann ich auch hier lang? Ist zu. Oh, das ist eine Signal, da komme ich noch nicht rein, weil hier abgesperrt ist. Wie random. Okay, wie schon 34 Minuten. Der Boss hat mir den Laden hier anvertraut. Und wer sich hier daneben benimmt, landet ganz schnell vor der Tür, verstanden? Also dieses Spiel heißt ganz einfach der aufregendste Ort in der ganzen Stadt. Es ist toll, wenn man auf der Anzeige liest, welchen Platz man gerade belegt. Was? Meine Familie? Gar kein Problem. Es läuft am besten, wenn jeder tun und lassen kann, was er will. Na, wie geht es dir heute? Was sagst du da? Du suchst nach Alpermone, dem diese Spielhalle gehört? Also, wenn du mehr über die Verbrecherwelt in Rohlingen wissen willst, geh nach Ostend zum Moluski. Die Spielhalle wird vom Boss der Palmone-Familie betrieben. Die Palma, die du bei den Minispielen gewinnst, kannst du gegen Prämien eintauschen. Hier kannst du viel Spaß haben und tolle Prämien gewinnen. Ich grüße dich, willkommen in der Spielhalle. Oh, bist du nicht Mario? Ich habe schon viel über dich gehört. Du musst zwar die Prinzessin retten, aber bisweilen solltest du dir eine Pause gönnen. Also, womit kann ich dir dienen? Bisher nichts. Oh, na dann, schau mal wieder vorbei.
Guten Tag, Mario. Ich bin Palmos, der Wechselautomat. Für 3 Münzen erhältst du einen Palmer. Jetzt nicht. Ich wollte mich nochmal kurz umgucken. Das machen wir dann irgendwann anders. Würde ich mal sagen. Mal gucken, wo es hier reingeht. Da komme ich schon mal nicht rüber. Na, Mist. Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Einmal Erdbeben. Autsch. Ja, lacht nur. Mega Sprawling. Das ist ein Mega Sprawling, also ein aggressives Sprawling mit Stacheln auf dem Kopf. Maximale KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Ist ansonsten aber genau wie ein Sprawling. Nur auf die Stacheln musst du ein wenig aufpassen. Wird diesen Dingern eigentlich nicht schwindelig, wenn die sich dauernd drehen? So, das kann ich dir nicht sagen. Tot gekontert. Den habe ich leider nicht tot gekontert. Schade aber auch. Da reicht jetzt auch ein normaler Hammer. Nehmen auch keine Erfahrungspunkte. Finde ich schon krass. Gut, aber ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, mache ich eine Pause. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin. Tüdelü.